Oh Mann, ich glaube, ich brauche einen neuen Einleitungssatz. Wie wäre es eigentlich mit Hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten China-Eigenimports? Und damit mal wieder. Hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ich habe ja vor kurzer Zeit hier schon mal von Li Mai Toys die Nummer 1324 vorgestellt, die Klemmbausteingarage für Speed Champions. Und die ist ja gut angekommen. Es war eine gute Konstruktion und ein sehr fairer Preis, aber die Steinequalität hat ein wenig zu wünschen übrig gelassen. Ihr habt mir aber dann gesagt, es gibt doch auch von Li Mai Toys einige Techniksets. Und da habe ich gedacht, komm, wir schauen uns das doch gleich mal gemeinsam an. Deshalb ist es wie gesagt wieder ein China-Eigenimport und wir haben hier nur die Steinetüten liegen und die Anleitung und keine Verpackung dazu. Keine Angst, das Bild wird auch dann gleich schöner, wenn wir die Steinetüten weggeräumt haben. Aber ich habe hier auf jeden Fall euch aus der Li Mai Toys Racer Serie die 0230011. Das ist eine Bugatti, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, dass es das darstellen soll. Eine offizielle Lizenz hat es nicht. Und dieses Bugatti-Thema ist natürlich eins, was schon sehr oft von verschiedenen Herstellern umgesetzt wurde. Also hier wurde das Rad auf jeden Fall nicht neu erfunden. Mir war es nur wichtig, dass es nicht von einem anderen Hersteller eine 1:1 Kopie ist. Also weder vom dänischen Hersteller noch von anderen Herstellern. Und das ist es nicht. Das ist eine eigene Konstruktion. Und deshalb habe ich gedacht, bestelle ich das Ganze mal. Es kostet aus China ungefähr 25 Euro im Eigenimport. Es schwankt mal ein bisschen, mal 25, mal 28, aber immer in diesem 20er Preisbereich. Und das ist für 1350 Teile natürlich wieder ein sehr fairer Preis, wenn hier die Qualität stimmt. Bei der Anleitung stimmt auf jeden Fall die Qualität. Ich glaube nicht. Die ist aus einem hochwertigen, dicken Papier. Sie ist klammergebunden. Ihr seht es auch schon, wir haben hier Bauabschnittstüten, die sind nummeriert, also eine erste und eine zweite Tüte. Den Stickerbogen finden wir auch hier drin. Standardmäßig, ihr kennt mich, wäre es natürlich cooler, wenn das Ganze bedruckt ist. Aber die Sticker sind zumindest recht dick vom Papier. Mal schauen, wie dann die Stickerqualität an sich ist. Und generell wird hier komplett ausgegraut, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Die Abbildungen sind ein wenig kleiner, als man das von anderen Herstellern gewohnt ist. Aber das sollte alles gut erkennbar sein, denn die Druckqualität passt auf jeden Fall auch. Und insgesamt haben wir auf 61 Seiten Bauschritte. Auf der 62. Seite werden nochmal die Funktionen erklärt, das schauen wir uns natürlich dann am Set an. Hier werden nochmal die Sticker geklebt. Ich finde es ja immer schöner, wenn Sticker während des Baus geklebt werden und nicht alles am Ende. Und hier sieht man, dass man das Ganze auch nochmal motorisieren könnte, der Motor ist aber nicht dabei. Trotzdem immer schön, wenn dann in der Anleitung gleich gezeigt wird, wie man es motorisieren kann. So muss man nicht auf Mocker warten, die das Ganze motorisieren, wenn man selber nicht der Kreativste ist bei solchen Sachen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Set, fange dementsprechend jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach dem ersten Bauabschnitt wieder und dann berichte ich euch wie immer von der Steinequalität, der Anleitung und ob es eben Spaß macht oder nicht. Und wir sehen uns das erste Mal nach 49 Bauschritten und damit nach dem ersten Bauabschnitt. Es hat sich wirklich schon einiges getan. Die Teilequalität ist wirklich, wirklich top. Ganz im Gegenteil zu den Standardsteinen haben diese Steine hier wirklich ein gutes Aussehen, auf jeden Fall eine viel bessere Farbtreue. An der einen oder anderen Stelle sieht man kleine Abweichungen, aber das hält in Grenzen. Und das Baugefühl ist hier super, also die Pins gehen wirklich geschmeidig rein. Bei den Steinen gibt es hier auf jeden Fall nichts zu meckern. Wo ich eher was zu kritisieren habe dieses Mal, ist die Anleitung. Denn hier werden teilweise Bauschritte in einer ganz merkwürdigen Reihenfolge abgehalten. Man baut die ganze Zeit mit einem Liftarm draußen, steckt dort Pins rein und baut es dann ans Fahrzeug. Und dann, wenn hier eine winzige Lücke nur noch ist, wo man kaum noch mit den Händen reinkommt, dann soll man auf einmal nochmal was ranbauen. Das macht keinen Sinn. Man hätte es auch draußen ranbauen können. Solche Sachen meine ich und die kommen hier hin und wieder vor. Wir haben aber auch schon Funktionen reingebaut. Und zwar, es springt euch allen ins Gesicht, denke ich. Wir haben hier einen gebauten Motor, der auch mitläuft. Und ihr seht es schon, wenn sich der Motor bewegt, bewegen sich auch beide Achsteile. Das bedeutet, wir haben hier auch ein Differential reingebaut. Und das ist schon wirklich cool für diese Preisklasse. Ebenfalls haben wir eine Lenkung, die wir von innen betätigen können. Die ist ganz einfach und standardmäßig aufgebaut.
Aber man braucht ja auch nichts mega komplexes jetzt hier drin, solange die Lenkung am Ende gut funktioniert. Und dann haben wir noch diese Sitze gebaut. Ich finde die durchaus schön. Sie haben hier versucht, dieses Luxuriöse und einen Schalensitz nachzubauen. Ebenfalls kann man beide Sitze nach vorn umklappen und man kann die Kopfstütze verstellen. Also von der Seite Technik zu erleben und eben auch Funktionen wirklich zu bauen, ist das Set bisher wirklich überzeugend. Auch von der Steinequalität ist es bisher top. Wir haben aber die paar kleinen Ungereimtheiten in der Anleitung, die immer mal wieder auffallen. Das ist jetzt nichts, was unlösbar ist und man kann es auch nach der Anleitung bauen, aber man macht es sich damit manchmal etwas unnötig schwer. Wenn ihr euch noch gefragt habt, warum hier zwei Zahnräder draufstecken bei der Lenkung, das Problem ist, dass diese Achsen nach hinten durchrutschen würden, wenn die Zahnräder nicht drauf sind, weil sie hier nach hinten unzureichend befestigt sind. Ihr seht das, glaube ich, alle. Wenn das Zahnrad nicht wäre, würde die Achse nach hinten durchfallen. Und wir schleppen diese Achse so schon einige Bauschritte herum und wir werden sie auch noch einige weitere Bauschritte so unfixiert mitschleppen. Deshalb habe ich jetzt mal diese Notlösung mit den Zahnrädern gemacht, aber das ist so ein Punkt, das kann man anders lösen und das ist ja in der Anleitung leider nicht so richtig durchdacht. Das wäre einfach mal ein konkretes Beispiel dafür. Trotzdem habe ich auf jeden Fall bisher hiermit sehr viel Spaß. Hoffe natürlich, dass das so bleibt. Wir haben jetzt das meiste von den Technikfunktionen gebaut. Jetzt wird viel verkleidet und eben die Optik realisiert. Und das Ganze mache ich jetzt. Und wir sehen uns dann gleich mit der fertigen Bugatti wieder. Und damit ist die Bugatti auch schon fertig. Ein Set, das im Zwischenbauschritt richtig gut weggekommen ist. Und jetzt am Ende aber noch mal ein paar Schattenseiten gezeigt hat. Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal mit den positiven Sachen an. Und das ist, dass wir für 30 Euro hier doch einige gute Funktionen haben. Eben zum Beispiel den mitlaufenden Motor. Der läuft auch wirklich gut mit. Wir haben eine Lenkung, die ist teilweise etwas hakelig. Wir haben leider keine Hand-of-God-Steuerung, sondern können die Lenkung nur von innen am Lenkrad betätigen. Das ist sehr, sehr friemelig, weil es doch hier relativ eng zugeht. Aber immerhin haben wir die Lenkung. Ich hätte eine Hand-of-God noch mal ein bisschen cooler gefunden. Die hätte auch zum Beispiel am Ende des Fahrzeugs sein können. Die hätte gar nicht auf dem Dach sein müssen. Und zu guter Letzt haben wir noch zwei Türen, die mehr oder weniger authentisch aufgehen. Ich meine, man muss die Türen auf jeden Fall aufmachen, um hier ans Lenkrad zu kommen. Aber das sind jetzt keine Hightech-Türen, das ist in Ordnung. Sie rasten auch so ein wenig ein und wobbeln da nicht rum. Aber es ist jetzt auch kein Mega-Highlight. Und dann haben wir aber, wie gesagt, auch noch einige Schattenseiten. Einmal hat sich die Qualität im Aussehen, gerade bei den schwarzen Teilen, gegen Ende leider sehr verschlechtert. Die sehen hier teilweise sehr abgegriffen und matt aus. Das sah bis zum Zwischenbauschritt noch besser aus. Ich weiß nicht, ob da teilweise Steine aus einer anderen Fabrik kommen. Das ist ja bei so günstigen Herstellern jetzt nicht unbedingt unüblich. Die Verbaubarkeit der Steine, ganz wichtig der Steine, war weiterhin aber richtig, richtig gut. Was aber überhaupt keine Freude bereitet hat, war es, die Soft-Axles hier vorne anzubringen. Einmal lässt es sich natürlich darüber streiten, ob so viele Soft-Axles dort überhaupt gut aussehen. Das ist ein Thema für sich. Dann fällt euch ja aber sicherlich auf, dass diese Axles hier viel zu lang sind. Und ja, das stimmt, die Axles werden hier teilweise zu lang geliefert. In der Anleitung ist dann immer so ein Scherensymbol, dass man sie sich doch zuschneiden soll. Aber davon bin ich überhaupt kein Fan. Deshalb habe ich sie jetzt auch in der Länge verbaut, wie sie geliefert wurden. Also wenn man schon so eine Masse an Soft-Axles verbaut, dann müssen die meiner Meinung nach die richtige Länge haben und nicht vom Kunden selber zugeschnitten werden. Wenn man sich da einmal verschneidet, kann man es vielleicht gar nicht mehr verbauen. Es gab bei den Axles auch keinen Ersatz. Also das, finde ich, geht gar nicht. Und ein weiterer Punkt an den Axles war dort die Verbaubarkeit. Denn die sind scheinbar entweder zu störrisch oder zu dick. Sie gehen auf jeden Fall kaum in diese Aufnahmen von den Pins rein. Und ich habe allein für die Axles, die im letzten Bauschritt verbaut wurden, sage und schreibe 45 Minuten gebraucht, um sie hier zu fixieren. Also da läuft irgendwas bei der Qualität überhaupt nicht gut. Und als letztes kann man sagen, das Fahrzeug sieht an und für sich jetzt nicht komplett schlecht aus. Aber es ist dieses Grundproblem, wenn man ein Technikfahrzeug baut und das einer Lizenz nacheifern soll, dass es trotzdem eine Bugatti leider nur sehr begrenzt darstellt. Wir haben da schon Schlechteres gesehen, aber es ist natürlich trotzdem Geschmackssache, ob einem jetzt der Look hier gefällt. Was aber keine Geschmackssache ist und mir wirklich nicht gut gefällt, ist die Lage des Armaturenbretts.
denn das sitzt viel zu hoch und wenn das in einem Bugatti wirklich so sitzen würde, hätte man einfach keine Sicht, denn das Armaturenbrett endet einfach am Dach. Ich dachte schon, ich habe mich verbaut, aber nein, das soll tatsächlich so gebaut werden. Und das ist von der Optik und von der Sinnhaftigkeit doch schon ein großer Mangel. Zudem, wenn man am Lenkrad dreht, das auch ganz schnell hier abfällt, weil es nur auf zwei Noppen sitzt. Ansonsten haben wir noch ein paar Ersatzteile dazu. Die sind in einem einzelnen Tütchen, finde ich eigentlich ganz praktisch. Und wir haben noch so einen roten Teiletrenner hier. Der hat mal eine ganz besondere Form, der gefällt mir gut. Und natürlich kann man sagen, ein Set in der Größenordnung und Preisklasse darf auch mal den ein oder anderen kleinen Fehler haben. Mir ist es aber leider zu viel, weil einmal die Anleitung enttäuscht hat, die war wirklich nicht gut und manchmal nicht gerade sinnhaft. Da habe ich ja schon was im Zwischenbauschritt dazu erzählt, das hat sich auch bis zum Ende so durchgezogen. Wir haben zwar gute Teile und einige Funktionen, aber gerade solche Sachen wie die Soft-Axles und dieses Cockpit haben es mir dann ein wenig verdorben am Ende. Trotzdem gibt es für das Set generell eine Kaufempfehlung, wenn euch das gebaute Ergebnis so gefällt. Ihr müsst euch aber an der einen oder anderen Stelle mal durch ein paar Bauabschnitte quälen, die nicht allzu viel Spaß machen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.